UEFA Nations League A, Gruppe 4, Deutschland gegen Spanien. Die deutsche Nationalmannschaft geht 1-0 in Führung in der 51. Minute durch Imo Erna Hurensohn. Jeder weiß ja, Timo Werner ist ein Dietmar Hopp. Spanien gleicht verdient aus in der 90. plus 5 durch Gaia. Warum verdient? Ich fand einfach, Spanien war stärker. Statistisch gesehen sieht es aber sehr ausgeglichen aus. Wir haben 10 Schüsse von Deutschland, 12 von Spanien, 7 aufs Tor von Deutschland, 5 aufs Tor von Spanien. 41% Ballbesitz für die Deutschen, 59 für Spanien. 470 Pässe von Deutschland, 670 von Spanien, 83% Passgenauigkeit von Deutschland, 89 von Spanien. Die Deutschen haben 12 Mal gefoult und keine Karte gesehen, die Spanier 10 Mal und haben auch keine Karte gesehen. In der Gruppe sieht es so aus: Ukraine 1, Spanien 2, Deutschland 3, Schweiz 4. Deutschland und Spanien kannst du auch tauschen, also theoretisch ist Deutschland 1, ist Deutschland 2 oder 3, also das kannst du dir aussuchen. Glückwunsch an die Spanier, die bis zum Ende gekämpft haben und sich den verdienten Punkt geholt haben.